Willkommen zu einer weiteren Aufnahmesession von Let's Play Krater. So, hatte ich hier noch was drin oder hatten wir das alles verkauft? Hatten wir schon mal verkauft? Ich habe mir überlegt, da wir ja eh noch, eigentlich habe ich noch ein paar Sachen, könnte ich vielleicht was basteln, da wir ja eh noch die Implantate brauchen und dafür eben auch Kohle, können wir einfach mal in diesem kontaminierten Bunker eine Runde trainieren beziehungsweise die Sachen beschaffen und dann gucken wir mal, ob wir weiterkommen. Stärkeimplantat. Das ist nur so ein Verbesserungsdingens. Ach scheiße. Dazu brauche ich also eh die anderen Dinger. Och Mann. Wäre schön, wenn wir irgendwie auch noch was anderes hätten. Das ist doof, das ist richtig doof. Ich dachte, wir hätten jetzt die Blaupausen, um die normalen zu machen. Aber nein, natürlich nicht. Dann müssen wir uns hier welche holen. Das wird dann etwas teurer. Wie viel kann ich mir dann leisten? 1, 2, 3. Verteidigung. Nehmen wir auch nochmal 2. Und dann können wir gleich mal gucken, inwieweit wir die verbessern können. Ob wir genug Materialien haben, um alle zu verbessern. Ich glaube ja fast nicht. Hallo. Falsch. So, das können wir dann benutzen. Nochmal. Nochmal. Und das. Jetzt haben wir nur noch einmal so eine komischen Stäbe, keine Ahnung was das waren. Das heißt, wir können noch einmal so ein Implantat verbessern. Jetzt können wir auch gleich mal gucken, ob wir schon irgendwie was verteilen können. Dann kriegt er, glaube ich, hier die verbesserten. Nee, hier könnten wir. Verdammt. Da kommt das Verteidigungsding hin und hier kommt Stärke und da auch nochmal. Na? Geht doch. Dann mal raus aus der guten Stube. Obwohl, wir könnten uns ja mal was Neues angucken. Da waren wir schon. Da waren wir, glaube ich, überall schon. Außer bei den Mehltauminen. Da könnten wir vielleicht mal hin. Ein Händler. Nicht gerade doll, was er dabei hat. Hätte ich mir auch sparen können.
Verdammt. Ich hab's geahnt. Oh. Das ist ein großer mal wieder. Wir brauchen unbedingt so ein Heilungskästchen für unseren Zebulon. Mach doch mal. Irgendwie sind da wieder die Dinger nicht an, wie ich das hasse. Der ist eigentlich fast down. Los. Okay, wir haben immer noch richtig Probleme gegen den. Das heißt, bis... Oh, no, 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 nicht nochmal. Vergiss es. Tschüss. Das tue ich mir nicht nochmal an. So, mal gucken. Gefahrenstufe 5. Das war easy going. Hallo. Na. Geht doch. Kohle, ich brauch Kohle. Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt so wirklich sammeln soll. 30.000 bräuchten wir eigentlich schon locker. Und das wäre schon eigentlich fast die Mindeststufe an Kohle. Kronen und nochmal 36. Wollt ihr mich verarschen? So komme ich doch nicht voran. Holzstück. Chemikalien. Wow. Hallo. Okay, bis jetzt war unsere Ausbeute echt mehr als mager. Dafür steckt er immer im Level auf. Wäre schön, wenn ich noch ein bisschen Glitzstoff finden würde, dann könnten wir uns wieder die Implantate herstellen und schön verkaufen. Thank you.
war's. Kitschdorf, hey, wenn man vom Teufel spricht. 112 Kronen und jetzt können wir durch die Tür latschen. Mensch, die war aber weit weg. Oder ist weit weg. Tüdelü, tüdelü. Oder bin ich jetzt schon vorbeilaufen? Nee, da ist er. Zwei Björne. Der andere greift aber gar nicht an, bisher jetzt. So, Platti macht. Und nach unten, was sagt das Inventar? Nicht mal 3000 Kronen, lächerlich. Oh, das ist ein Ausrufezeichen. Ich wusste nicht, dass ich da... Ist das ein Questgeber oder was? Sonst wäre es eigentlich ein Fragezeichen. Dann gucken wir mal in diese Richtung. Was ist das? Knochensplitter. 4 Kronen, wow. 4 Kronen, wow. 36, wow. Ihr findet die zerkauten Überreste einer Frau. Sie umklammert einen zerrissenen Zettel und einige verschuppelte Pilze mit ihren Händen. Auf dem Zettel steht: Gegengift für Drosselschlangenvergiftung, 2 Handvoll Bodenfingerpilze, die Sorte, die man im Mehltauberg verfindet, gut mischen und bei Sonnenuntergang einnehmen. Viel Glück, ich hoffe, deine Tochter wird bald gesund. Dr. Guthard. Westerfall. Es scheint eine Art Rezept von einem Doktor in Westerfall zu sein. Ich kann mich dunkel dran erinnern, da war der Typ, wo wir uns noch gedacht haben, der will unsere Hilfe nicht. Cool, ich hoffe, das gibt nochmal Kohle als Belohnung. Aber jetzt brauchen wir, glaube ich, auch diese Pilze, oder was sagt das Logbuch? Ah, verdammt, dann darf ich hier wahrscheinlich nochmal hinrennen und die Pilze später holen. Aber jetzt haben wir wenigstens mal wieder ein Ziel, was storytechnisch sogar ist. Und nicht nur das reine Abmurksen und Gold sammeln, beziehungsweise Kronen. Stärkeimplantat 2 können wir wieder schön verkaufen. Ich frage mich, wie weit es hier noch weitergeht. Wenn es noch ein Stockwerk nach unten geht, dann würde ich erstmal sagen, fahren wir... Nö, geht's doch gar nicht. Dann können wir jetzt wieder an die Oberfläche und noch das hier mitnehmen. Und wir machen dann eh ein Folgenpäuschen. Spitze, bedanke mich. Bis dann.